Hallo, hier ist wieder Yeshio mit einem neuen Let's Play Minecraft Yeshio Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wo mal rein, die kuschelige kleine Hündin. Einmal Fackel und da zwitschert was vor sich hin. Okay. Sagen wir, nehmen erstmal alle Vorkommen mit, die hier so vorkommen. So, wie geht's denn hier hin? Unterirdischer Bachlauf. Und eine Sackgasse. Ich mag Sackgassen nicht. Die animieren mich immer dazu, selbst noch eine Höhle zu bauen. Rohstoffe, Eisen. Ist ja nicht so, dass wir es das nicht gebrauchen können bei den vielen Schienen, ne? Jö. Das ist eine ganz schöne Menge an Feuersteinen. Nur schade, dass ich keine Pfeile bastle. So viele Feuerzeuge braucht ja auch kein Mensch. Wo war ich? Bei einer künstlichen Höhle war ich. Ich komme wahrscheinlich bei meinem Glück, meiner unwirschen Wühlrichtung, dann ich wahrscheinlich irgendwo bei mir im Lager oder so. Oder in dem Eisenbahntunnel. Wundern wird's mich. Habe ich bei der ersten Welt, die ich gebaut habe, ich das schon mal geschafft. Jedes Mal, wenn ich dann am Wühlen war oder so und da mal eine längere Strecke unter der Erde zurückgelegt habe, bin ich in irgendwelchen Bauwerken von mir gelandet. Sei es drum, dass es irgendwelche Tunnel waren oder Fundamente oder Keller oder irgendwas habe ich meistens aufgetan. Naja. Soll ich dann nachher gesagt habe, wenn ich sowieso immer in irgendwelchen Bauwerken von mir lande, dann kann ich die auch unterirdisch miteinander verbinden. Das habe ich dann auch gemacht. Wir sind da alle miteinander verbunden. Unterirdisch so wie überirdisch. Ich würde sagen, ein kleines Stückchen machen wir noch. Und da, wenn da keine Höhle mehr kommt, gehen wir zurück. Oh,
dieses Schaf züchten. Ich glaube, ich bin noch ein wenig voll. Ja, so gut wie. Haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Material herangeschafft. Jetzt zwar nicht unbedingt das Verbrauchte, aber schon wieder ein bisschen Material bekommen. Wobei, ich könnte auf dem Rückweg da am Eingang wahrscheinlich noch so ein paar Bäumchen. Wo ging es denn hier raus? Ups. Ob hier. Hier links ist rein. Links ist rein, rechts ist raus. Wunderbar. Und nicht so, dass wir kein Holz gebrauchen können, ne? Und das mit dem Eisen, das ist auch eine super Idee, weil wenn ich ganz viele Schafe habe, dann brauche ich natürlich auch entsprechend viele Scheren, gehen auch irgendwann kaputt, um die Viecher zu scheren. Kein Holz mehr drin? Was ist denn hier los? Komische Bäume sind noch meistens noch irgendwo, scheint nichts mehr drin zu sein. In diesen komischen Baumformen, das sind ja meistens noch irgendwelche Hölzer quer drin. Kann ich jetzt hier gar nicht so sagen. So. Ein bisschen was war noch. Zum Beispiel hier. Verstehe, der traut sich nicht unterm Baum. Hm, das war. Weil er ist wieder unterwegs. Der nächste Mob mache ich anders. Nicht mit der Schuppe auf der Nase. So, sehr schön. Oh, leuchtet der da unten. Richtig geil. Da muss ich mir mal angucken. Das sieht ja richtig super aus. Also, wer das wohl gebaut hat. Irgendwer schießt auf mein Hinterteil. Da. Da kommt jetzt der Axtmörder. Ich komme. Ach nee, mit der Schippe wollte ich machen, ne? Mit der Schippe auf die Omme. Das gibt Kopfschmerzen. Wie war noch? Oh, nee, das geht nicht. Wenn ich weit genug wegschubse, geht er runter. Wir haben aber auch immer eine recht explosive Laune. Hm.
Ja, da ist natürlich jetzt nichts da an. Also, das kann ich ja später mitschicken. Wohl. Wird er jetzt sowieso einmal. Ist jetzt sowieso einmal zurück. Nachdem ich meine Schafe gefüttert habe. Nachdem. Nicht bevor. Komm sofort. Ich komme sofort, mein Schäfchen. So, das gibt dann nämlich insgesamt 1, 2, 3. Dann nehme ich schon mal wieder 6. 1, 2. Cool, wird langsam. Ich kann noch irgendwo Platz. So. Da. Das ist natürlich auch cool, ne, mit dem Tunnel, dass man da so fetzen kann. Bin ich gut. Jetzt sollte ich mir doch so einen Fernauslöser bauen. Also eine Redstone-Leitung ziehen, von vorne nach hinten. Und dann nur mit einem einzigen Waggon arbeiten, den ich dann per Knopfdruck auch wieder zurückholen kann. Könnte man natürlich machen. Noch mal drin. Fahrt ihr schon mal zurück. So hoffe ich zumindest. So, Steine. Okay. Steine. Jurid. Mehr Feuerstein, Kohle. Hölzchen und Eisenerz haben wir da. Das kommt man direkt in den Ofen. Sehr schön. Ja, cool. Dann besorgen wir uns noch ein paar Scheren. Eigentlich könnte ich ja hier auch schon mal aufräumen, ne? Was? So. Bin ich ganz fies. Mach ich sie alle fertig. Komm her. Hallo Mädels. So. Alle. Das gibt wieder Fleisch. Fleisch kannst du gar nicht füttern. So.
Ui, Level XP, guck mal. Aber ich glaube, das war auch hier schon mal XP. Gerade bei den Weiß, eine Fluchtschaft. Ganz schön voll das Gehege da, ne? Schafgehege schon mal ein bisschen frei machen hier, das ehemalige. Und einmal den Zahn schieben. So. Und hier machst du den auch. So, auf geht's. Also mal reinlassen. Ja, da kommen wir alle rüber hier. Schäfchen sei schon geschlagen. So. Dazu. Und das nimmt man an. Das ist eigentlich vollkommen der hohle Vogt, hier einen Zaun hinzumachen. So, besser. Hat sich dann da oben noch eine Fackel. Und dann. Oh, jetzt könnte ich die Schweine auch wieder ein bisschen ausbreiten, ne? Boah, sind das viele. Alter, sind das viele. Kein Wunder, dass sie fast aus allen Nähten geplatzt sind da hinten. Wir sind ja selbst für das Gehege schon zu viele hier. VK, davon habe ich nicht so viel. Schweineschlachtung. Genau. Oh. Sind aber auch viele. Guck mal, selbst jetzt, wo ich hier schon einige gekillt habe, weil die sich ausbreiten, ist alles rosa. Ein rosa, riesengroßer rosa Teppich. Dass das Fleisch hin wird, ey. Müsste es ja leben lassen. Für die anderen schönen bunten Farben, die ich da noch habe, lasse ich erstmal noch. So, ich würde sagen, die angehauenen hier, die machen wir weg, die in der Kapsel sind. Okay.
vermischen sich sowieso. Gut, dann machen wir das jetzt hier. Uiuiui, guck mal. Nein, das geht sowieso nicht zu Neige. Ich habe unten so viel Futter liegen, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist mehr wie ich in. Keine Ahnung. Wahrscheinlich in 3 Jahren Minecraft essen kann. Ja. Drei, zwei, eins. Ja. Wie viele bunte Schafe. Rauskommt, stirbt. Bitte? Ja, rausgeht, stirbt. Was? Ist doch. Glauben nicht. Aber der Wunder stirbt auch. Wie er das denn bauen muss? Zeig dir mal was. La 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 la. Siehst du das da? Die Wand da? Was ist denn das? Sind 6 automatische Öfen. Und das nur oben schön in die Truhe schmeißen. Und da wird's gebrutzelt. Und dann geht das in die Truhe. Von der Truhe geht's direkt ins Lager. So, die Wolle, die pfeffern wir auch mal weg hier und die anderen Sachen. So. Das entschwindet auch. Nö, das tickt ja automatisch durch. Da habe ich ja dann auch die entsprechende Anzahl von Steinen zum Beispiel halt gemacht. Also hier Meterziegel und so weiter. Ne? Ja, einfach reinschmeißen, mehrfach. Also immer ein paar Stacks pro Truhe hier und dann passt das schon. Hier habe ich halt entsprechend Kohle drin. Kohle. Auch Kohle drin. Lava drin. Lava-Eimer. Und Kohle, Kohle. Jo, Scheren wollte ich bauen, ne? Richtig? Genau. Leere Scheren. Dann holen wir mal. Er auch. So. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir mal hier. Richtig so ein paar Lagen voll, würde ich sagen. Weil die werde ich natürlich da drüben satt und schmutzig brauchen, diese. So, wollen wir da rüberflitzen? Pass auf, ich mache mir noch eine Lore. Eine für mich selber, kann ich den anderen Wagen hinterherheizen. Hm.
Ganz intelligent war das jetzt. So, auf geht's. Erstmal jeder. Achso, sie ist schon wieder zurückgekommen hier, die eine. Okay, das System wird verkleinert. Ja, auf eine Lore. Weil das hat so keinen Sinn. Die kommen sich ständig ins Gehege und dann hängen. Ich hole mal eben noch so zwei, drei Steinchen unten raus und dann mache ich eben diese Schacht dazu. Klein. Mal so. Werde ich nicht brauchen. Drei Steine. So. So, einmal wegmachen hier. Weg. So, dann gibt es mich jetzt direkt. Ach. Der Mann braucht Schienen. Da habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht. Wenn ich eine Antriebsschiene raus, dann muss ich natürlich eine normale reinsetzen. Ja, aber das ist natürlich blöd gewesen, dass das so hängen bleibt. Das hat, als die nur geradeaus fahren mussten, hat das super geklappt in meinem Test. Ja, aber jetzt mit den Kurven, da kommt ja ständig immer eine Lore zurück. Das ist ja blöd. Soll ja nicht sein. Die. So. Nee, dann baue ich das lieber weg. Das heißt, verkleinere ich das, dass ich da wirklich sagt nur eine Lore dann verschicken kann. Aber das tut es ja auch, dann reicht ja voll und ganz. So viel Wolle verschicke ich ja gar nicht so. Also, das heißt, wenn die Stacks voll sind, schicke ich die weg und den Rest nehme ich dann mit und dann bin ich damit. Reicht doch. Ne? So, das packen wir mal weg ins Lager wieder. Und hier machen wir dann zu. Und go. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.